ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute probiere ich es mal aus, mit Kopfhörern den Ton aufzunehmen, weil ich habe mir jetzt doch wirklich mal mein eigenes Video angeschaut und habe festgestellt, dass die Papiergeräusche zum Teil viel zu laut waren im Vergleich zu der Sprache. Und jetzt habe ich gedacht, vielleicht versuche ich es mal mit Kopfhörern, vielleicht ist es dann besser. Heute habe ich hier wunderschöne Sachen von der lieben Mareike, die ich in einem Tauschbrief bekomme. Vor allem hier dieses Travelers Company Magazin. Das könnt ihr wahrscheinlich gar nicht sehen, ist außerhalb vom Bild, aber wir werden es nachher anschauen. Davon habe ich schon immer geträumt, so eins zu haben, und sie hat mir einfach eins geschickt. Ich bin total happy. Vielen Dank nochmal, Mareike. Und daraus werden wir auf jeden Fall was verbasteln und auch vielleicht von den anderen Sachen, die sie mitgeschickt hat. Ja, dann machen wir hier mal auf. Hier ist noch die Seite von gestern, die ich noch nicht beschrieben habe. Deswegen dürft ihr die auch nochmal sehen. Und dann starten wir mal hier. Wir haben heute Samstag, den 24. April. Jetzt hier mal ein bisschen zusammenpinnen. Das geht schon ein bisschen schwer, weil es doch jetzt ganz schön dick geworden ist inzwischen. Gegen Ende des Monats. Das ist immer ein bisschen dick. So, einmal kurz checken. Ja, so bin ich im Bild. Also auf jeden Fall möchte ich was aus diesem Travelers Times Magazin verwenden. Das ist doch unglaublich schön, ne? Die japanischen Schriftzeichen. Und dann, schaut mal hier. Unglaublich, oder? Oh, ich bin wirklich absolut begeistert. Ich denke, ich werde mir hier mal sowas ausschneiden und dann auch noch ein bisschen irgendwie vielleicht von dem japanischen Text irgendwas drauf machen. Fangen wir mal an mit Ausschneiden. Oh, eigentlich ist es viel zu schade, aber ich möchte sie auf jeden Fall auch verwenden, weil sonst, das wäre ja sonst noch schade. Gibt's schade? Steigerung von schade? Ein Deutschkurs für Anfänger? Ja, ich bin jetzt ja auch schon gefragt worden, warum ich eigentlich überhaupt diese Videos mache. Also von Leuten, die jetzt nicht so das selber machen. Und ja, ob ich denn damit Geld verdienen würde. Nee. Und warum macht man dann sowas? Ja, ist eigentlich eine gute Frage. Ne? Aber ich habe mir dann überlegt, ja, warum mache ich das? Und ich glaube, es ist also zum Teil auf jeden Fall, weil ich wirklich selber unglaublich gerne solche Videos schaue und gedacht habe, ja, die machen es ja auch, ohne dass sie was verdienen. Und vielleicht wollen die ja auch von anderen die Videos schauen. Und dann wäre es ja eigentlich nur fair, wenn ich das selber auch machen würde. Und zum anderen finde ich auch den Kontakt so unglaublich schön mit den anderen aus der Community. Ich freue mich einfach über jeden lieben Kommentar, und das bestätigt mich dann jedes Mal wieder, dass es doch irgendwie jemanden interessiert, was ich hier mache. Und das finde ich schon wirklich sehr, sehr schön und befriedigend auch, muss ich sagen. Und genau deswegen mache ich das. Also ich muss ja auch zugeben, ich investiere da ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Zeit in meine Videos, weil ich mache jetzt kein Voice-Over mehr. Ich filme eben einfach mit, wenn ich sowieso am Basteln bin. Also
Zeitaufwand hält sich ziemlich in Grenzen. Und dann denke ich, warum nicht? Also ich meine, meine Seiten, die gestalte ich ja sowieso. Ob ich da jetzt noch mitfilme, ist ja dann eigentlich auch egal. Oder? Ist das falsch? Und vielleicht freut sich ja doch der eine oder andere über ein Video von mir. So, also jetzt hätten wir hier schon mal so ein bisschen was Japanisches. Ich glaube, dass das schon wieder ganz schön am Rascheln ist. Ich versuche das jetzt extra mal ein bisschen weiter wegzuhalten von meinem Mikro. Aber ich weiß nicht, ob das viel hilft. Und dann könnte ich ja vielleicht noch hier das da. Ihr seht ja überhaupt gar nichts, sehe ich gerade. Das hier ausschneiden. Sozusagen das Logo. Also ich glaube, da kann ich schon noch ein paar Spreads damit gestalten, mit dem, was da alles drin ist in diesem Magazin. Das Geraschel da weg. So. Nur das und das und das. Und dann schauen wir mal hier noch rein. Mal gucken, ob das alles noch so passt. Guck mal, oh, so schön. Lauter so schöne kleine Papierchen und Tags. Ich kaufe mir ja wirklich kaum so diese Standard-Journaling-Stationery-Sachen. Da bin ich einfach ein bisschen zu knausrig dafür. Und da freue ich mich natürlich umso mehr, wenn ich sowas dann geschenkt bekomme. Ich schaue eher, dass ich Sachen verbastel, wie ich irgendwo anders, also zum Beispiel auf dem Flohmarkt, alte Bücher und sowas oder auch aus Zeitschriften oder Verpackungen oder ja, was man eigentlich normalerweise wegwerfen würde. Das ist eher so mein Ding. Und deswegen freue ich mich immer umso mehr, wenn ich dann irgendwie meine gekauften Sachen geschenkt bekomme. Vielleicht noch irgendwie so. Guck mal, sie hat mir da auch noch so Sticker. Unglaublich, oder? So viele Sticker reingepackt. Einer schöner als der andere. Ich glaube, sowas hier würde vielleicht noch ganz gut dazu passen. Nehmen wir die zweimal raus. Ich habe jetzt ja auch schon angefangen, Blumen zu pressen. Das macht Alina ja auch immer. Und das fand ich so schön in ihrem Journal. Habe ich jetzt auch draußen ein bisschen gesammelt. Da könnten wir vielleicht das Datum drauf machen. Irgendwie. Ich glaube, das hier ist doch zu groß. Oder wir machen es dann so. Und das nehmen wir vielleicht nicht. Leute, das ist schon wieder kompliziert hier. Sowas. Dann könnte ich ja hier auf jeden Fall noch schreiben. Aber ich glaube, das muss ich hier nochmal gerade schneiden. Von schwarzer Rand. Das gefällt mir jetzt noch nicht so gut. Ja, warum macht ihr Videos, wenn ihr welche macht? Wahrscheinlich ja auch,
aus ähnlichen Gründen wie ich. Weil, ich meine, Geld verdienen, das ist ja, ja, da brauchen wir uns ja keine Illusionen machen, dass das hier mit dem, was wir hier so machen, illusorisch wäre. Oder? Also ich meine, das Maximum wäre ja wahrscheinlich, dass man irgendwie vielleicht mal eine Kooperation oder sowas bekommt, aber natürlich auch nicht mit 56 Abonnenten. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Ich möchte damit jetzt einfach auch was zurückgeben, was ich über schon viele Jahre selber konsumiere und gerne konsumiere und auch dankbar dafür bin, dass es so viele andere auch gibt, die das machen. Und gut. Aber es ist schon eigentlich schade, dass man überhaupt schon dass alle davon ausgehen, dass man sowas nur macht, wenn man damit auch Geld verdienen kann, dass eigentlich schon so, dass bei uns schon so in den Köpfen drin ist, dass man Sachen nur macht, wenn sie sich auch in irgendeiner Hinsicht lohnen. Ob ich da jetzt was dafür bekomme, also Geld oder Dinge, aber dass man was einfach auch nur macht, um anderen vielleicht eine Freude zu machen oder auch weil es einem selber Spaß macht. Das ist schon fast wieder ungewöhnlich. Schade eigentlich, oder? Das ist hat eine ganz schöne Struktur. Das sieht man wahrscheinlich in dem Video gar nicht, aber das ist so ein bisschen rau. Das ist auch so ein Papierchen von Mareike gewesen. Ich bin ja mal gespannt, ob jetzt jemand was dazu sagt, ob die Qualität jetzt besser oder schlechter ist. Ich höre mir meine eigenen Videos oder schaue mir meine eigenen Videos wirklich nicht mehr an. Das ist irgendwie ganz komisch, immer noch. Ich habe mich da noch nicht dran gewöhnt, meine eigene Stimme dann dazu hören. Ja, seltsam, oder? Auch so Sprachnachrichten von mir anzuhören, fürchterlich. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich das bin. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade gehört habt, aber mein Magen hat gerade geknurrt. Irgendwie hätte ich vielleicht noch was essen sollen vorher. Aber vielleicht habt ihr es auch nicht gehört und dann war das jetzt super, dass ich es gesagt habe. Haha. Ich war heute Morgen nämlich, wie jeden Samstag, schon in der Hundeschule. Und da muss ich dann auf dem Heimweg dann ganz schön den Berg hochlaufen. Bin ich dann hinterher immer schon gut bedient. Das reicht mir eigentlich an Sport für den Tag. So, mache jetzt das Datum hin. Oder soll ich es da einfach wieder so wahnsinnig toll reinlettern wie letztes Mal? War ja irgendwie mal gar nichts. Das getraue ich mich jetzt nicht mehr. Vielleicht eher stempeln. Aber ob das da funktioniert. Ich schneide es mal aus. Ach, vielleicht könnte ich auch in meinem Sora-Kalender das Datum nehmen. Schneiden wir das mal aus. Immer ein bisschen kleiner, ein bisschen transparenter, das Papier. Nicht sehr schön. Ah, das ist doch nicht so schlecht. So, ja, das machen wir. Kurz checken, ob mein Video noch läuft. Nicht, dass ich mir hier einen Wolf rede und ihr bekommt gar nichts mit. Draußen ist es auch gerade heute wieder richtig schön frühlingshaft. Da werde ich mich heute Mittag mit meinem Buch in den Garten setzen.
und die Sonne genießen. Es ist zwar noch nicht so arg warm, aber so da oben in der Sonne ist es immer trotzdem ganz angenehm. So, jetzt schauen wir mal noch schnell Washi-Tape. Hätte ich nämlich vielleicht dieses oder dieses hier. Wobei das passt, glaube ich, farblich nicht so gut wie das. Das mag ich auch sehr gern, das karierte. Auch so ein Klassiker. Mal durchreißen. Und wo machen wir die andere Hälfte hin? Hier oben. Irgendwie so ein bisschen so ein lila-rotton, der ganz selten irgendwo dazu passt. Ich hatte mir das immer so vorgestellt, dass das überall zu den ganzen Vintage-Sachen gut dazu passt, aber das tut es gar nicht. Ich glaube, ich würde es jetzt dabei belassen. Vielleicht noch hier so was Kleines. Können wir mal noch anschauen. Was Kleines, Rundes noch. Aber vielleicht ist das auch zu viel. Oder? Was denkt ihr? Ja, da hat es noch so ganz kleine. Die sind doch nicht so schlecht. Farblich halt irgendwie. Ja, das Helle. Das noch machen? Ja. Das machen wir jetzt, würde Dine sagen. Das machen wir jetzt. Und ihr hört mich wahrscheinlich die ganze Zeit nur rascheln. Das ist wahrscheinlich mit den Kopfhörern auch nicht besser. Aber ich habe auch keine Lust, das wieder mit Voice-Over zu machen, weil da habe ich ja immer doppelte Arbeit. Ganz abgesehen davon, dass ich dann auch wieder die Speicherplatzprobleme bekomme. Müsst ihr damit leben. Na dann, würde ich sagen, wir lassen es mal dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr wieder dabei wart. Und ich freue mich über Daumen hoch und einen netten Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.